Hallo Keitel. Hallo. Hallo. Hallo Freunde, hallo Patrioten. Hallo. Hallo Kandel, gebt fein Acht. Ich habe euch wieder Raub, Mord und Totschlag mitgebracht. Auch Vergewaltigung ist dabei, aber das geht euch Linken am Arsch vorbei. Seid beruhigt, ihr seid auch nicht besser oder schlechter als irgendeine andere Stadt in der BRD. Man ist eben das, was man ist. Es ist nun mal in Kandel geschehen, der Mord, der bestialische Mord von einem Kulturfremden an einer Tochter, einem Kind von Kandel. Ihr habt auch die Kuppelei gefördert im Max und Moritz, oder etwa nicht. Die Kirchengewerkschaft, die Stadtverwaltung, der Bürgermeister, oder etwa nicht. Aus diesem Grund, ihr wisst, was jetzt kommt. Puss muss weg. 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 Die Leine des Grauens ist in Kandel und sie hat im Monat Oktober 219 Verbrechen durch Migranten aufgenommen. 10-mal Mord, 47 Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe, 45 Messerattacken, 117-mal Raub und Überfall. Nach Refkreim hatten wir im Oktober 1420 Verbrechen durch Migranten in Deutschland. Auf der Kundgebung in Wiesbaden kam Steff von den Patrioten Nordrhein-Westfalen auf mich zu und überreichte mir eine Handvoll Papierschnipsel. Und sie sagte, sie habe die Ehrenmorde von 2018 ausgeschnitten, ob ich damit etwas anfangen könnte. Ich steckte sie ein und bedankte mich. Zu Hause Tage später erinnerte mich an die eine Handvoll Papierschnipsel. Ich kramte sie heraus und begann, die Schnipsel auf ein Blatt Papier zu kleben. Als ich fertig war, lagen zwei Blätter vorne und hinten beklebt vor mir. Da lagen über 50-mal Mord und Mordversuche. Ich sah die Blätter an und die Trauer war da. Mir wurde, obwohl ich jeden Tag sowas sehe, schlecht. Und der Zorn überkam mich. Tränen vor Wut schossen in meine Augen. Passend dazu, schaut euch diese Leine da drüben an. Diese Leine da drüben ist die Morde, sind Ehrenmorde und Mordversuche. Nur aus diesen Papierschnipseln. Jedes dieser Blätter, jeder Papierschnipsel ist eine Anklage. Ein Zeugnis des Versagens, eine Schande. Viele dieser Opfer sind Migranten, von ihren eigenen Verwandten zum Teil bestialisch umgebracht, angezündet, geköpft, aufgeschlitzt, zu Tode gequält. Der letzte Fall liegt erst ein paar Tage zurück. 30.10.2018. Ehrenmordversuch. Afghane sticht auf offener Straße auf Seite von ihm getrennt lebende Ehefrau 29 ein. Sie wird lebensgefährlich verletzt. Er ist auf der Flucht. Zwei Kinder von ihnen sind an einem sicheren Ort. Leila, geboren 1994, erstochen 4. Februar 2018. Wohnort Bonner bei Leipzig. Herkunft Syrien. Kinder 2, Täter ihr Ehemann. Amanda, geboren 1994, erschossen 1. Juni 2018, Wohnort Hagen. Herkunft unklar. Täter vermutlich Türkei. Kind mindestens ein Sohn. Täter ihr Freund Adnan. Ein Fall von komplettem Staatsversagen. Man weiß nicht mal, woher der Täter kommt. Susanna Maria Feldmann, geboren 2004, ermordet 22. und 23. Mai 2018. Wohnort Mainz-Wiesbaden. Herkunft Opfer Deutschland, Täter Irak. Kinder keine. Sie war erst 14 Jahre alt. Täter Ali Bascher. Und seine Familie wird im Moment vom deutschen Staat und Steuerzahler voll versorgt. Das nächste komplette Staatsversagen. Sandra P. und ihre Tochter, geboren 1984, 2017. Erstochen, geköpft, 12. April 2018, Wohnort Hamburg. Herkunft Opfer Deutschland, Täter Niger. Kinder 5 darin, eine Tochter, die geköpft wurde. Täter ihr Ex-Freund Mortula Madu. Und natürlich hier aus Kandel, Mia Valentin.
Wir machen in der Leine des Grauens keine Unterschiede, woher ein Mensch kommt oder wie er aussieht. Tod ist Tod. Diese Menschen kamen in unser Land und sie haben sich nicht integriert. Trotz aller bunten menschlichen Maßnahmen, diese Menschen an uns anzupassen. Diese Menschen leben ihre Kultur und Sitten bei uns weiter. Da können die Grünlinken, CDU, FDP, Multikulti-Fetischisten machen, was sie wollen. Deshalb verlangen sie von den Deutschen, dass sie sich im eigenen Land an die neuen Kulturen anpassen. Man sieht doch, wie es funktioniert. Berlin, Hamburg, Köln und so weiter haben Stadtteile, die sind orientalischer als manch türkische Stadt. In Nordrhein-Westfalen wie auch in Berlin regieren arabische Clans die Stadtteile. Jede größere Stadt in Deutschland hat einen Ausländer plus Migrantenanteil von über 50%. Frankfurt sogar fast 80%. Jeder zweite Bielefelder unter 18 hat einen Migrationshintergrund. Und so sieht das schon in vielen deutschen Städten aus. Auf vier Seiten haben wir 50 Ehrenmorde und Mordversuche gequetscht. Nur zwei Blätter vorn und hinten mit Mord bestückt. 50 Mal Leid, Schmerz, zerstörte Familien. Und das haben wir jeden Tag in Deutschland um ein Vielfaches mehr. Natürlich hat es vor der Migrationslawine Verbrechen gegeben. Aber dieses Ausmaß und vor allen Dingen an fremden Kulturen, das hatten wir nicht. Schmelztiegel Deutschland, das kleine Deutschland, das größte Einwanderungsland der Erde. Glaubt ihr wirklich, dass wir das schaffen? Nein! Nehmt die USA oder Russland dagegen, selbst Schweden, dann wird euch klar, wir schaffen das nicht. Schweden, der multikulturelle Superstaat, der am Auseinanderfliegen ist. Selbst dort leben auf dem Quadratkilometer nur 26 Menschen. In Deutschland nach neuestem Stand 233 Menschen auf dem Quadratkilometer. Aus dem Grund brauchen wir natürlich mehr Wohnraum. Jedoch nicht für deutsche Obdachlose oder deutsche Hartz-IV-Empfänger. Den brauchen wir für die neuen, die besseren Deutschen. Das haben diese Menschen sich auch verdient. Genauso wie vollendeten Zugang zur medizinischen Versorgung. Auch die Fahrverbote in Deutschlands Innenstädten sollen endlich in Erfüllung gehen. Dann verschwinden die dreckigen Dieselschleudern und die hochgezüchteten Benziner können ungehindert rennen, von Ampel zu Ampel fahren. Auch die orientalischen Hochzeitskorsos haben endlich freie Bahn. Und die Polizei muss nicht störend in die neuen kulturellen Fortschritte eingreifen. Auch wenn geschossen wird. Die paar Unannehmlichkeiten haben sowieso nur die bio-deutschen Kuffer zu ertragen. Also egal, denn der größte Teil findet das ja okay. Und es gibt ja genügend Demos für mehr Flüchtlinge, Seebrücke, mehr Toleranz und Firlefanz. Jeden einzelnen Tag könnt ihr in den Zeitungen, und das obwohl sie verharmlosten Berichten, den Niedergang unserer Heimat nachlesen. Im Internet seht ihr es trotz der Zensur noch am deutlichsten. Aber natürlich nur der wo will. Nicole wird in ihrer Rede auf die Sichtweise einer Frau auf die ganzen Vergewaltigungen, die gerade in Deutschland ablaufen, eingehen. Freiburg, Freiburg, Freiburg. Vergewaltigungsmetropole. Der Innenminister lässt prüfen. Erste Bürgerkriegszustände in Deutschland herbeigeführt durch grün-linke Realitätsverweigerer. Ein Polizist könnte laut Bild sein Augenlicht verlieren. Wenn da die Polizei nicht anwesend gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich Tote gegeben. Und wer sind die Aggressoren? Die toleranzbesoffenen Realitätsverweigerer. Sie zeigen jetzt ihr wahres Gesicht. Brutal und diktatorisch. Auch die täglichen Vergewaltigungen unserer Kinder und Frauen durch Migranten zeigen den Zustand Deutschlands. Wenn mir jetzt irgend so ein linker Realitätsweigerer ankommt und meint, das hat und haben wir durch Deutsche, dann sage ich ihm, nein. Nein, Gruppenvergewaltigung hatten wir so nicht. 82% der Gruppenvergewaltiger sind Flüchtlinge. 2017 gab es erst 40.000 Fälle gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Wir hatten nochmal eine Zunahme von 18,8% gegenüber 2016. Es ist nun mal so, die Flüchtlinge sind 17 Mal krimineller bei Sexualstraftaten als Deutsche.
Ein absolut perverses Beispiel liefert mal wieder Freiburg mit der Vergewaltigung einer 18-Jährigen, die, nachdem sie unter Drogen gesetzt wurde, von nachweislich 8, wenn nicht sogar 15 Mann vergewaltigt wurde. Ein Deutscher, der die Quote retten soll, ist dabei. Und was hat dieser Verein im Hintergrund? Der Haupttäter ist wie fast immer Polizei bekannt. Er hat 3-mal Körperverletzung, 2-mal Sexualdelikte und Drogenhandel in nicht geringem Maß auf dem Kerbholz. Außerdem wurde er überwacht. Von 8 Tatverdächtigen sind 7 Syrer und 5 davon sind vorbestraft. 2 weitere sind nach DNA-Spuren tatverdächtig, einer davon auch wegen sexuellen Übergriff und Vergewaltigung in 2017. Was meinte der Kriminaldirektor von Freiburg? Die Ereignisse haben uns überholt. Die Sicherheitslage Freiburgs wird gestärkt, es wird Präsenz gezeigt und vermittelt das Sicherheitsgefühl für Bürger. Es wird gestärkt. Ein Rückgang der Kriminalität sei zu verzeichnen, aber nicht bei Sexualdelikten, da steigt sie stark an. Dann meinte er, wir versuchen den Trend zu brechen. Aber das ist in Freiburg noch nicht genug. Dort sitzt ein Eritreer in U-Haft, der eine 30-Jährige und 2 weitere Frauen sexuell missbraucht hat. DNA-Spuren haben ihn überführt. Zuvor hatte er sich mit Schafen und Ziegen vergnügt. Auch dort überführten ihn DNA-Spuren. Auch Mädchen werden in Freiburg bis zu ihrem Tod auf dem Altar des Multikulturalismus geopfert. Maria Ladenburger, wir vergessen dich nie. Und wir vergessen keinen einzigen Täter, denn ihr seid alle schuldige Heuchler. Diesen Frauen wurde ihr Leben zerstört. Sie werden, solange sie leben, krank sein und wahrscheinlich mit Viren verseucht. Die Freiburger sind komische Leute. Dort lassen sie lieber ihre Kinder und Frauen töten und vergewaltigen, bevor sie sie schützen. Weil dann wäre man ja rechts. Und der parteilose Bürgermeister von Freiburg sollte sich seine Worte gut überlegen. Denn wenn 8 bzw. 15 Männer eine junge Frau vergewaltigen und alle Migrationshintergrund haben, dann darf man pauschalisieren, Herr Bürgermeister. Das Schlimmste daran, es ist in ganz Deutschland so. Was glaubt ihr, was die Welt über uns denkt? Deutsche Kinder und Frauen sind freiwillig. Deutsche Männer, was sind das für Männer? Ich frage euch, würden die Kroaten sowas mit sich machen lassen? Die Russen, die Ungarn, die Polen, die Türken, die uns das antun. Was halten die alle von uns? Fragt sie und ihr werdet die passende Antwort dazu bekommen. Wie viele von euch habe ich nach der Erweckung viele Freunde und Bekannte verloren? Ablehnung und Distanz mir gegenüber lebt, so wie ihr alle. Lasst uns dankbar für diesen Umstand sein. Auch wenn dieser Zustand des Wissens uns quält und wir uns manchen Tag wünschen, weiter zu schlafen, so sind wir doch die, die auserwählt wurden. Wir sind eine Gemeinschaft und mit euch habe ich Menschen kennengelernt, von denen viele mir näher stehen als die alten schlafenden Bekannten. Bei euch sind selbstlose Kämpfer, die sich für ihre Nächsten einsetzen, ohne ihn persönlich näher zu kennen. Ich bin ein glücklicher Mann, dass ich solche Menschen um mich habe. Auch die, wo sich zurückziehen, sie werden immer dabei sein. Denn der, der die Wahrheit gekostet hat, kann nie mehr zurück. Die Kranken und die, wo arbeiten müssen
Und auch alle anderen, die aus irgendwelchen zwingenden Gründen nicht hier sein können, ihr gehört genauso zu uns. Ihr alle habt gezeigt, was möglich ist. Nach der letzten Demo schenkte mir eine glühende Patriotin einen Stein. Auf dem Stein steht Heimat. Das ist der Stein. Sie sagte, als sie diesen Stein sah, dachte sie an mich, da Heimat und dem, was ich so von mir gebe, passen würde. Danke für diesen Stein. Dieser Stein steht für uns alle. Er steht für das, dass wir hart wie dieser Stein unsere Heimat verteidigen werden. So weit und so lange wir können. Ihr alle seid wirkliche Patrioten, da ihr euer Gesicht zeigt. Ihr steht offen für unsere Heimat ein. Freunde Patrioten, ich weiß nicht, wo das alles enden wird. Nur eins ist sicher. Wir, ein jeder Einzelne von euch, hat den Kampf auf die Straße getragen. Voller Stolz kann ich sagen, ich bin einer von euch. Wenn ich euch sehe, wie ihr voll Ehrfurcht und Mut das mobile Mahnmal, in der sich unsere nicht enden wollenden Opfer befinden, durch die Straßen tragt und so manchem die Augen geöffnet werden, erfüllt mich das mit Stolz. Ich danke euch für euren Mut und euer Durchhaltevermögen. Wir, die wir unsere Heimat lieben, sind aufgestanden. Wir wehren uns und alle leisten wir Widerstand. An die, die noch erwachen, habt den Mut. Steht auf für unsere Kinder, denn was sollen sie von einem halten, der ihre Zukunft verraten hat? Wehrt euch um der Gerechtigkeit willen und leistet endlich Widerstand. Dankeschön.